Yo, endlich ist es soweit. Kingdom Come Deliverance. Und ich glaube, ich brauche zu Kingdom Come Deliverance nicht viel sagen. Es geistert ja quasi überall rum. Es ist unübersehbar. Und endlich ist es auch runtergeladen. Und ich habe noch eine Dreiviertelstunde circa Zeit, um mir Kingdom Come Deliverance erstmal zu geben. Danach geht es erstmal in meine Spätschicht. Und nachts wird dann wieder gesuchtet, aber ihr bekommt jetzt natürlich dann schon mal die erste Episode oder vielleicht sogar schon die ersten beiden Episoden. Und ich bin sehr froh, denn das Gamepad wird direkt und sauber unterstützt. Den Einstellungen haben wir sehr viele Möglichkeiten, das ist schon mal sehr löblich. Und in der Steuerung sehen wir auch hier direkt Xbox Pad ist nativ unterstützt, wird auch direkt schön alles dargestellt und von daher bin ich guter Dinge. Wir ignorieren jetzt erstmal die unterschiedlichen Stimmen zum Spiel. Ich habe mir das kurz mal alles überflogen, aber ich will da möglichst unbeeinflusst mir das Spiel selbst geben. Ich war vom Spiel schon gehypt, bevor es überhaupt wirklich großartig in den Medien kam. Heißt nichts, ändert aber nichts daran, dass ich richtig Bock drauf habe. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Lasst uns loslegen mit Kingdom Come Deliverance. Ich spiele es auf dem PC. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Karls Sohn Wenzel, bla bla bla, aber habe ich leider nicht mitbekommen. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adliger ein und den seines Halbbruders König Sigismund von Ungarn. Ich kann es gar nicht schnell genug laut vorlesen. Ihr müsst es wohl leider zurückspulen und pausieren. Aktuell bekommt ihr das Spiel jetzt erstmal in 1080p in der ersten eine oder zwei Episoden und danach teste ich es mal dann auch auf 1440p aufzunehmen, um zu sehen, ob ihr dann trotzdem noch eine saubere Framerate bekommt. Und ja, nur damit ihr euch nicht wundert, aber ich denke 1080p sind ja auch erstmal völlig in Ordnung. Ich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Ist das Mutter? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an.
Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Idyllisches Zuhause, nette Eltern, der Vater Schmied, was immer mehr. Und wir sind Heinrich. Sind wir nicht alle ein wenig Heinrich? Unerwarteter Besuch. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ah. Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Ich war bei Bianca. Ich arbeitete in der Schmiede. Ich war beim Reigen. Wir unterhielten uns in der Schenke. Agilität. Ich war beim Reigen. Ich ging zum Reigen. Reigen? Mit Bianca. Mit Bianca. Ah, deswegen bist du müde. Aber du hast heute noch zu tun. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Mütter und ihre Instinkte. Okay. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Ich war bei Bianca. Und wenn schon. Also Agilität ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr wichtig wird. Deswegen, Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Aber Redekunst könnte natürlich auch helfen. Ich denke, wir sollten beides nehmen. Wir nehmen Agilität und Redekunst. Oder? Verdammt. Ich kann das später ja weiterentwickeln. Wir nehmen erstmal Redekunst. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein. Aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Aufgabe begonnen. Geh zu deinem Vater. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Na gut, brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Wir besänftigen Mutter. Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Oh ja, das könnte ich jetzt auch haben. Irgendwas zu essen. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Du tust ihnen Unrecht. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass sie ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Okay, ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Ich habe Radovid gelesen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß.
Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Also die Gespräche gefallen mir schon mal sehr gut. Du bewegst dich mit L und kannst auch spurten. B und springen mit X. A lässt sich mit der Welt interagieren. Okay. Mit X springen? Jetzt gucken wir uns erstmal um. Einmal Performance-Check. Und auch grafisch. Sehr schön finde ich natürlich neben dem ganzen Mittelalter-Setting, dass das halt auch mal in Europa spielt. Mal abgesehen von The Witcher. Und das ist natürlich gerade für uns Europäer eine wunderbare Sache. So, erstmal ein bisschen Käse. Esse ich normalerweise nicht, aber wir essen Käse. So, wenn du dich wohin schleichst, willst du sorgen dafür, dass sich niemand sieht oder hört. Okay. So, jetzt steht da aufheben, steht da mit E. Das ist schade, da bitte, da werden die Controller nicht. Jetzt steht der Controller. So. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. So, wir essen mal aus dem Topf. Okay, da seht ihr auch, wir können A drücken aus dem Topf essen und A in den Topf geben, wenn wir A halten. Okay. Switchen kann ich da oben noch nicht. Ich guck mal, ob es jetzt am Controller liegt. Ich hoffe nicht. Nee. Oh, liegt aber daran, dass die Reiter noch gar nicht verfügbar sind. Sehr gut. Wir essen noch mal was aus dem Topf. Es war schon, es ist satt. Öffnen wir mal die Truhe. Oh, Nägel für Theresa. Ringelblumenaufguss und Verbände. Sollen wir das schon alles mitnehmen? Nein, wir lassen das erstmal. Wir sind ja zu Hause. Wir gehen jetzt erstmal zu Vater. So. Kamerasensibilität, die muss ich noch hochstellen. Oder besser gesagt, Maus. Dürften wir hier finden? Mausempfindlichkeit. Bestätigen. Wie sieht's aus? Ja, das ist schon besser. Das ist schon besser. Oh, wunderschön lebendig. Noch mehr essen. Kurzer Check. Ah, das ist cool. Wenn ich mit der Maus über das Touchpad fahre, also PS4 Touchpad, dann kann er sich auch so gucken. Über Select. Trödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Ja, kein Stress machen. Ah, mit 3 kann ich pfeifen. Quasi nach einem Pferdchen. Wir gehen mal zu Vater. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Und hier haben wir verschiedene Symbole, die beschrieben werden. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handel und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten.
Einen 10 Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung, Empathie. Cool. So, dein Geld, der Betrag, den du zahlen musst. Da können wir mal die Maus können wir nicht benutzen. Okay. Gesamtstufe Redekunst, unten links Charisma, in der Mitte das Herz, Gesamtstufe Stärke, das Schwert. Und da sehen wir auch die direkte Gegenüberstellung. Bei dem Wächter ist zum Beispiel bei Redekunst ein Fragezeichen. Okay. Es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfach zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Okay, das klingt sehr gut. Wunderbar. Erinnert mich an die Zeiten damals in Oblivion. War ein anderes System, dennoch hat das eine Relevanz gehabt, wie wir den NPCs begegnen. Und das ist etwas, worauf ich sehr, sehr gespannt bin in der Praxis. Das sehen wir in der nächsten Episode. Da werden wir uns mit Fadernmann unterhalten und hoffentlich können wir ihn besänftigen. Das war die erste Episode zu Kingdom Come Deliverance. Und wird eine von vielen sein. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid weiterhin mit am Start auf dem Nerd Universe Kanal. Ich bin Via Kyoto und erstmal draußen.